Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit und zeige euch, wie meine Monatsübersicht im Bullet Journal für den Monat April entstanden ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, ich war mehrere Tage im Urlaub bei meiner Familie und deshalb musste jetzt die Monatsübersicht für den Monat April relativ schnell gehen. Das heißt, der Hintergrund ist größtenteils mit verschiedenen Farben, Distressoxiden als Basis und dann noch Sprühfarbe entstanden. Und dazu habe ich meiner neuen Leidenschaft gefrönt und Rub-Ons verwendet. Dabei habe ich Rub-Ons verschiedener Hersteller kombiniert, und zwar einmal von Stamperia und einmal von 49 & Market. Und ich muss sagen, ich finde, beide haben ihren Reiz. Die von Stamperia sind eher so gehalten, dass die Motive sehr klar zum Vorschein kommen, aber dadurch natürlich auch die Kanten sehr hart sind. Und die von 49 & Market, zumindest die Blending Hintergründe, die ich da bei den Rub-Ons verwende, die fügen sich mehr weicher in dieses Gesamtbild ein. Vielleicht achtet ihr einfach bei dem Video darauf. Ansonsten gibt es nicht viel dazu zu erzählen, was ich sonst gemacht habe, und ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuschauen. Alle verwendeten Produkte findet ihr natürlich in der Infobox unter diesem Video oder beim Blog auf der Seite.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin findet ihr uns natürlich bei Facebook und Instagram sowie in unserem Shop auf kreativbunt.de. Bis dahin, tschüss!